Mein Name ist Barbara Dieterich, bin 80 Jahre alt und war früher auch Telefonistin. Dann hatten wir die Engelapotheke, dann auch noch Verein geleitet, das Heimatforum Tuttlingen. 10 Jahre habe das alte Krematorium gerettet, das Kulturhaus, was jetzt Kulturhaus ist. Das ist ja überall, war man sogar beim Ministerpräsidenten eingeladen damals, doch. Also. Meine Mutter ist Hamburgerin, mein Vater Pforzheimer. Geboren bin ich in Berlin und dann hat man Leipzig, Dresden gewohnt. Dann, dann bei der Oma in Pforzheim 10 Jahre, Reutlingen, dann 6 Jahre war ich in Hamburg und dann wieder Reutlingen und dann vor 52 Jahren Tuttlingen, weil mein Mann die Engelapotheke gepachtet hat und dann gekauft. Besonderheiten ist, dass er eine unheimlich schöne Landschaft hat. Unheimlich schöne, vielseitige Landschaft. Wenn man da nur das Donautal sieht, der Heuberg wieder ganz anders. Die Donau, der größte Fluss früher Mitteleuropas. Und dann das Freilichtmuseum Neuhausen. Ich liebe es. Und diese unheimlich vielen Wälder. Dann gehen Sie mal auf den Heuberg. Und das finde ich so fantastisch, dass die dort die Wiesen so schön wachsen lassen. Und kaufen Sie mal einen Sack Heuberg Heu. Da, die Nase da reinstecken, das ist einfach fantastisch. Wie gesagt, wenn man die Landschaften Donautal im Frühjahr, wenn die Buchen grün werden, im Herbst, wenn alles bunt ist, die Felsen leuchten nur so, das ist einmalig schön. Und die Donauversickerung muss man natürlich dann auf Dreifaltigkeitsberg natürlich, ist ja auch fantastisch. Und übrigens, die Habsburger, die Urmutter der Habsburger kam vom Hohenberg, Oberhohenberg, hier. Aus dem Kreis Tuttlingen. Es ist ein unheimlich interessanter Landkreis. Schöner und interessanter Landkreis. Es ist einfach angenehm, hier zu leben. Bevölkerung ist nett. Dieses Multikulti gefällt mir sehr. Und es ist ja der Landkreis Tuttlingen ist ja eigentlich, ist ja nicht nur Schwäbisch, es ist auch Badisch. Es sind die Leute vom Heuberg. Das ist eine richtige schöne Mischung und man fühlt sich wohl und die Umgebung ist so schön. Wie gesagt, also landschaftlich ja einmalig schön und also so ein schöner Landkreis findet man selten, also der so vielseitig ist und da gefällt es mir einfach. Und ich wünsche dem Landkreis Tuttlingen oder für den Landkreis Tuttlingen, dass die Bevölkerung weiterhin immer Arbeit hat, dass man gut miteinander zusammenlebt. Das ist ja ganz wichtig. Und kulturell ist ja viel geboten, also es wird immer noch besser. War gerade wieder in einem wunderschönen Konzert, einmalig schön. Und das kann ich wirklich behaupten, da ich in Hamburg ja die super Orchester früher gesehen habe. Die größten Orchester der Welt und da war also jetzt letztens ein Violinkonzert und das war so was von schön, dass ich sage, wirklich spitze.